Wir sind gerade auf dem Weg nach Österreich. Unser Auto wird zu warm. Wir haben ungefähr 40 Grad fast. Wir sind gerade an der Raststätte. Wir brauchen noch 60 Minuten bis zum Gardasee. Und da haben wir ein Bungalow. Aber bis dahin müssen wir noch kommen. Es ist so warm in der Karre. Und wie gesagt, das Auto ist halt zu alt und es wird viel zu warm in dem Wetter. Oh, das riecht auch nicht gut. Alter. Oh, weia. Aber die Umgebung ist schon krass. Wow! Ich glaube, Sina ist am Schlafen. Schauen wir mal bei Sina rein. Schlafen Sie? Nee, du bist ja wach. Und Sina, was sagst du zu diesem Wetter? Sehr warm, ne? Okay, das war's mit unserem Update von der Raststätte. Es ist warm. Zusammenfassung, es ist einfach warm. Tatsache. Man kann echt ein Stück auf den See gucken. Ist das eine Tür? Als ob das eine Tür ist. Was? Ich sehe die Küche. Als ob das die Tür ist. Ja, aber dann kann man hier echt leicht einbrechen. Ah, das ist nur so ein... Ja, okay. Das ist nur ein Dingsschutz. Ey, das ist so ein richtiger typischer Urlaubsgeruch von der Wohnung, ne? Von Holland. Alter. Wir sind tatsächlich angekommen. Boah, diese, ich glaube, wir sind 4 Stunden gefahren oder so. Und diese 4 Stunden, die waren noch viel länger. Also die haben sich viel länger angefühlt, als überhaupt nach Österreich zu fahren. Und das waren, glaube ich, 9 Stunden oder so. Und wahrscheinlich werden wir auch nicht mehr nach Venedig fahren, weil das ist einfach zu weit und es ist viel zu warm in unserem Auto. Werden wir wahrscheinlich eher nicht mehr machen, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich hier am Gardasee bleiben. Wo ich ja tatsächlich auch schon mal war mit den Jungs damals. So, guten Morgen, Leute. Wir haben... Dom hat sich gerade was zum Frühstück. Fanta. Ist das Fanta? Ja, ja. Boah, Leute, wir haben im Zelt geschlafen, ja, welches wir noch um 11 Uhr abends auf... Oder war es 11 Uhr? Ja, ja. Wir haben das irgendwie um 11 Uhr abends aufgebaut. Voll die hellen, also voll die harten Augenbrauen, ne? Die sind so. Busch. Eigentlich, jetzt, ich wollte euch gerade zeigen, wie laut diese Grillen hier sind. Jetzt halt die dieses Maul. Die kommt gleich wieder an. Die fängt gleich wieder an. Hallo ihr coolen Menschen, ich habe bis jetzt eigentlich nicht viel mit der Kamera geredet, weil ich irgendwie mega beschäftigt war mit allem. Ich war ja jetzt nur 2 Tage oder eher gesagt 1,5 Tage in Österreich bei Laura und dann sind wir ja sofort weitergefahren nach Italien, was irgendwie alles immer ein bisschen länger gedauert hat, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und ja, jetzt sind wir hier am Gardasee. Normalerweise wollten wir halt weiter nach Venedig fahren, aber die Sache ist halt einfach, dass unser Auto ist jetzt nicht das Neueste. Und das wird auch teilweise echt richtig warm, wo wir dann einfach an der Zollstation standen und die Karre so warm wird, dass man plötzlich die Heizung anmachen muss, damit der Motor irgendwie kühlt. Und deswegen werden wir wahrscheinlich nicht mehr nach Venedig fahren, einfach weil es zu weit wäre, das alles nochmal zurückzufahren. Und das halt, naja, schon übermorgen. Und das heißt, wir bleiben also noch einen Tag hier und fahren dann nachts wieder nach Österreich und schlafen wieder in Österreich für eine Nacht. Also eine Nacht, schätze ich, oder zwei, vielleicht sogar noch in Bayern, je nachdem. Einfach, weil das zu lange ist zum Autofahren und das ist einfach total nervig, 8 oder 9 Stunden Auto zu fahren. Vor allem in dem Wetter, ey, es ist so warm. Es ist so warm hier. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Also, okay, in Deutschland ist es schon echt krass manchmal so, weil wir halt auch keinen Wind haben und so.
Aber das ist hier nochmal was ganz anderes. Es ist so stickig teilweise und so warm, dass du im Auto einfach nur verrecken möchtest. Wie geht's dir? Ja. Und ich wollte gerade sagen, ein bisschen müde, du bist das ja gar nicht gewöhnt um. Wie viel Uhr haben wir? 9 oder so. 9:30. Da geht Sina normalerweise schlafen. Einfach weil Sina ja schon seit 5 Monaten oder so keine Schule mehr hat wegen Corona. Aber das ist tatsächlich auch total krass hier, weil du merkst gar nichts von Corona, ne? Also klar, so, du hast die Maskenpflicht und so, aber hier unten ist halt so, da waren wir auch gestern spazieren, da ist halt so am Gardasee genau unten ist halt so eine Promenade oder wie man das nennt, da sind so ganz viele Restaurants und so. Ja, und da merkt man gar nichts von, da sind so viele Menschen unterwegs, auch so ganz nah aneinander in Restaurants und so, und da hat auch keiner eine Maske an oder so. Das ist hier so, als ob das nie existiert hätte. Wir sind hier in so einer kleinen Einkaufsstraße drin und das ist echt so süß hier. Das sieht genauso aus wie in den Filmen. Und ich war in Italien, war ich halt noch nie in so einer kleinen Stadt. Ob du rot bist? Nee, ein bisschen. Aber echt mega, mega schön. Und vor allem habe ich jetzt so ein cooles Teil in meinen Haaren. Ich habe das auch. Sina hat auch so ein cooles Teil. Alter, das sieht echt cool aus. Das ist Mamas. Willst du auch, Sina? Überall diese Deutschen. Oh, das sieht so cool aus, ne? Boah, wir haben hier ein paar Ameisen und die haben einfach über die Nacht so dieses Loch so viel größer gemacht. Das ist heftig. Ich weiß nicht, ob man mich sehen kann. Wir haben auf jeden Fall jetzt 4 Uhr morgens, sind noch in Italien und fahren jetzt von hier aus wieder nach Österreich. Und in Österreich schlafen wir auf jeden Fall wieder eine Nacht, damit der Weg nach Hause auf jeden Fall kürzer ist. Und dann werde ich auch wieder zu meiner Freundin, also zu Laura, fahren. Ja. Wir mussten das machen, einfach weil es, glaube ich, vom Verkehr her viel besser ist, so früh zu fahren. Das letzte Mal war es nämlich extrem voll, wenn man aus Italien rausgefahren ist, nach Österreich. Und deswegen, ich weiß nicht, fürs Auto sollte es auch besser sein, weil es halt viel kühler ist. Es ist voll angenehm gerade mal. Ich glaube, wir haben irgendwie 25 Grad oder so. Also, ich glaube, mit so einer schönen Aussicht. Wow, 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 ist das schön, krass. Ich werde jetzt die letzte Nacht nochmal bei Laura schlafen. Gestern haben wir im Hotel geschlafen. Das war auch eigentlich sehr cool. Und das ist jetzt die letzte Nacht. Morgen um 9 Uhr stehen wir auf. Und ja, ungefähr um 9 Uhr. Das dauert immer alles ein bisschen länger bei uns. Also ungefähr. Ich fahre dann so um 9:30 los. Sammle dann meine Eltern ab beim Hotel. Und dann fahren wir wieder zu uns nach Hause. Und ja, sind dann wahrscheinlich wieder ungefähr 9 Stunden unterwegs morgen. Es wird auf jeden Fall wieder eine lange Fahrt. Und es ist schon ein bisschen doof, sich zu verabschieden. Verabschiedungen sind immer scheiße. Boah, das sieht auch geil aus. Ich meine, welcher Mensch mag schon Verabschiedungen? Guck mal da. Wow. That's so amazing. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es irgendwie geschafft habe, bis hierhin ein halbwegs vernünftiges Video zu schneiden. Ehrlich gesagt ist das alles so durcheinander und wir sind so oft hin und her gefahren und dann habe ich da geschlafen und dann hier und dann dort und ein Trolley wird nass. Das könnte etwas problematisch werden, aber wir werden mal schauen, was ich daraus machen kann. Passt auf euch auf, bis ganz bald, also wahrscheinlich bis morgen früh irgendwann. Peace.